Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, meine Stimmung ist immer noch nicht viel besser, weil ich wollte hier unbedingt weitermachen an dieser Stelle. In der letzten Folge mussten wir uns entscheiden, wer von den beiden Schwestern hier bleiben wird und die dunkle Mähne binden wird. Und wir haben uns quasi fürs Schwert entschieden. Ja, mal schauen, wo wir jetzt als nächstes auskommen. Ich gehe jetzt erstmal durch das Portal. Ah, und da sind wir dann auch direkt wieder zum... Also um die Quest weiter zu verfolgen. Kali, verdammt! So stark, so forsch, so dumm, wenn es um solche Dinge geht. Ich schätze, da kann man nichts tun. Wir müssen nach Düne. Was müssen wir tun? Ich werde auf dem Pfad der zwei Monde wandern. Das ist schon meine Bestimmung, seit ich noch ein Junges war. Das weiß ich jetzt. Wir wandeln auf diesem Pfad und ich werde die neue Mähne. Danach holen wir meine Schwester zurück. Ich treffe euch dort, Schatze. Ja, gehen Düne. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Hier. Wir gehen jetzt erstmal eben zum Wegschrein. Ah, hier oben. Irgendwas hat hier gerade mega laut geschrien. Es tut mir leid, ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Aber wir müssen nicht da hoch, wir müssen hier runter, sehe ich gerade. Und ich hänge im Baum. Super. So. Wo ist denn hier unser Questgeber? Ach, da drin. Ach, Königin Iron. Meine Freundin, freut mich, euch selbst hier wiederzusehen. Ich habe Gerüchte aus der Mark gehört. Geweihte hier und Geweihte da. Selbst an den Rändern des Dominions findet ihr Erwähnung. Meine Königin, wir haben einen der Mondchampions an der dunklen Mähne verloren. Ja, ich weiß. Ihre Schwester hat uns eine Geschichte von Heldenmut und Opferbereitschaft erzählt. Sie meinte, ihr hättet dabei eine wichtige Rolle gespielt, wie ihr es so oft tut. Ich wünschte, wir könnten euch die Gelegenheit bieten, euch etwas zu erholen. Aber darauf werdet ihr wohl noch warten müssen. Wie immer. Verzeiht, dass ich so schnell um eure Hilfe bitte. Aber nach dem Verlust des Champions in Mondhöhe könnte euer Mut heute etwas bewirken. Wie ist die Lage, Eure Majestät? Wir waren auf unserem Weg, um Zeuge zu werden, wie der Champion auf dem Pfad der zwei Monde wandelt. Dann erhielten wir die ersten Berichte von unseren Vorauskommandos. Rauch steigt über Düne auf und auf den Straßen hört man Daedra und Steinfeuerkultisten schreien. Es scheint, als ob Javad Tarn das Warten leid geworden wäre. Wo ist der Champion? Säubert die Stadt, beendet die daedrische Bedrohung und dann treffen wir uns am Tempel. Wir können eine neue Ära der Einigkeit für das Altmeri-Dominion einläuten. Jetzt bin ich sauer auf mich selber. Ich habe das schon bei dem Point and Click gehabt, was ich heute aufgenommen habe. Und irgendwie habe ich dann immer so die Angewohnheit, Doppelklick mit meinem Finger zu machen. Warum, weiß ich auch nicht. Es tut mir so leid. Darf ich euch ein paar Fragen stellen, meine Königin? So förmlich. Natürlich, natürlich. Was möchtet ihr besprechen? Machen die Kolovianer immer noch Ärger? Nicht den Berichten zufolge, die mir vorliegen. Sie versuchen zwar nach wie vor, die wenigen Orte zu halten, die sie in den nördlichen Wäldern erobert haben, aber sie werden zurückgedrängt. Arentia war ihr größter Sieg. Und selbst den habt ihr ihnen streitig gemacht. Wird an irgendwelchen bestimmten Orten immer noch gekämpft? Mich erreichen noch immer Berichte über Kämpfe in einer Ruine namens Senalana. Warum die Kolovianer aber so versessen darauf sind, unbedingt eine Aileiden-Ruine mitten im Wald besetzt halten zu wollen, weiß nur Auriel. Diese Leute sind mir ein Rätsel. Hattet ihr schon die Gelegenheit, mit Schatza zu sprechen? Ja, das hatte ich. Sie ist eine stille Frau, die sich viele Gedanken zu machen scheint. Aber bei den Sternen ist sie gebildet. Wir hatten eine faszinierende Unterhaltung über die Unterzeichnung der Eldenübereinkunft. Und sie war nicht einmal dabei. Glaubt ihr, dass sie eine gute Mähne wäre? Meine Freundin, ich weiß, dass ihr eine gute Wahl getroffen habt.
Der Mond Kleros scheint das auch zu glauben. Und ich finde sie recht zauberhaft. Die Weisheit der Khajiit steht ihrer Tapferkeit in nichts nach. Ihr Volk wird lernen, sie zu lieben. Ich weiß es. Wie hat das hier alles angefangen? Wir sind uns immer noch nicht sicher. Aber wir haben noch keine Ketten gesehen. Keine dunklen Anker. All die Daedra scheinen aus Portalen gekommen zu sein, die in der Mitte der Viertel geöffnet wurden. Aber ich habe ein Problem. Was ist es? Wenn die Daedra in unser Reich eindringen, erschaffen sie eine Art organisches Tor. Das habe ich in Ersthalt mit eigenen Augen gesehen. Hier war dem nicht so. Die Portale reichen von unserer Seite auf ihre. Das heißt, irgendwo in Düne gibt es einen Verräter. Ja, der Verräter aus Düne. Ja! Findet den Champion, damit wir da erstmal... Ja, das müsste klappen. Der Reißzahn ist an die Essenz des Daedras gebunden. Wer ist denn der Kerl jetzt da hinten? Geweihte, Chelemonde, freut mich, euch wiederzusehen. Ich habe mit diesem Magier aus der Gilde geredet, um eine Lösung für unser Portalproblem zu finden. Es ist schön, euch wiederzusehen. Portale? Überall in Düne haben sich Portale geöffnet, aus denen Daedra auf die Straßen strömen. Ich habe Ishan hier davor bewahrt, eine Eiskulptur zu werden. Und im Gegenzug hat er einen wagemutigen Plan vorgeschlagen. Einen, von dem ich denke, dass er uns die Oberhand verschaffen könnte. Wie lautet sein Plan? Als er die Daedra sah, hat Ishan vielleicht ein Gewölbe im Tempel geplündert. Er hat einen Reißzahn-Talisman gestohlen, ein magisches Relikt. Er hat es so eingestimmt, dass wir seine Kraft bündeln und die Portale versiegeln können. Das würde den Priestern sicher nicht gefallen, aber sie sind ja gerade nicht hier. Also, was machen wir? Der Reißzahn lag viele Jahre eingestaubt auf einem Regal. Und seine Kraft ist dahingeschwunden. Aber Ishans Einstimmung hat dafür gesorgt, dass wir Energie von den Atronachen sammeln können. Wir können den Reißzahn mit neuem Leben erfüllen. Wir sammeln Energie von den Atronachen? Wie? Ich fürchte auf die harte Art und Weise. Mit Kralle, Klinge und Magie. Vernichtet die Atronachen, während ihr den Reißzahn führt und ihre Essenz wird auf das Artefakt übertragen. Sobald es erst einmal aufgeladen wurde, sollte es ein leichtes sein, das Portal zu versiegeln. Okay, klingt einfach. Ich werde mich darum kümmern, Schatzer. Ich weiß, dass ihr das Zeug dazu habt, Geweihte. Ihr hattet es schon immer. Das hat Kali an euch geliebt. Ihr seid fast genauso mutig, wie sie es war. Wie geht es euch, Schatzer? Seit Mondhöhe, meint ihr? Mir geht es den Umständen entsprechend. Ich vermisse meine Schwester ganz schrecklich. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich sie seit meiner Ankunft in Düne schon unbedingt etwas fragen wollte und an meiner Seite kämpfen sehen. Meint ihr, dass wir Kali jemals dort herausbekommen werden? Ehrlich gesagt, ich hoffe es. Die erste Mähne schien überzeugt zu sein, dass sie unter Mondhöhe bleiben müssen wird. Aber wenn ich vielleicht auf dem Pfad wandle, wenn ich die Mähne werde... Vielleicht bin ich dann stark genug, um sie aus der Finsternis zu befreien. Aber wer steckt hinter alledem? Tarn, dessen könnt ihr euch sicher sein. Es hat ihm nicht gereicht, Akuseri, die dunkle Mähne aufzuzwingen und die Kolovianer dazu anzustacheln, Arentia anzugreifen. Jetzt muss er auch noch daran arbeiten, das Juwel in der Wüste zu zerschlagen. Unsere große Stadt Düne. Ja, dann... Fangen wir mal an. Abbauen. So, schließ das Portal. Ach, hier.
wie geil dann einfach so dieser Übergang ist, ne? Da hinten, der läuft da einfach so ganz locker weiter rum, der liest hier gemütlich in seinen Sachen rum und so. Alter, hier waren gerade noch Portale und Dedra. Ihr habt es geschafft. Relemonde hängen über uns. Was nun? Ishan ist losgegangen, um das zweite Portal in der Nähe der Gildenhalle der Magier zu untersuchen. Vielleicht hat er bei seinesgleichen in der Gilde um Rat gefragt. Sie sind drüben im Händlerviertel, meine Freundin. Da bin ich mal gespannt, ob ihr ihn finden könnt. Ihr werdet mich also nicht begleiten? Ich muss das dem Talmorat melden. Die Königin und Sprecher Gareshri werden wissen wollen, dass wir hier unten Erfolg hatten. Diese vertraut darauf, dass ihr den Auftrag erledigt. Viel Glück, Schatzer. Helemonde, meine Freundin, seid vorsichtig. Diese Invasion, sie schmeckte nach Verzweiflung. Bis jetzt gab sich Tarn damit zufrieden, aus den Schatten heraus die Fäden zu ziehen. Ein Symbol des Dominions wie Düne ganz offen anzugreifen. Er muss einen Plan haben. Den hat er vorher sicher auch. Ich werde die Gildenhalle suchen und das Portal schließen. So, die Gildenhalle ist in der Richtung. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann stehen hier gleich, sobald ich runterkomme, schon die Gegner. Genau. Ach, da liegt was, okay. Da liegt jemand. Wir wurden verraten? Was ist geschehen? Ishan kam, wie der Champion es befahl. Er kam, um mit der Gilde zu sprechen. Aber der Magister hat sich gegen Ishan gewandt. Sie haben mich getötet. Ja, noch nicht, ne? Warum sollten Sie so etwas tun? Ich weiß es nicht. Ich hörte, wie Baya irgendetwas über den Tarn schrie. Jawad Tarn muss die Anführer unserer Halle verdorben haben. Sie liefen zum Gasthaus. Sie planen wohl ihre Flucht. Das Totem. Totem? Baya hat ein Schutztotem. Sie hat es benutzt, um die Halle zu versiegeln. Wusste ich es doch. Es birgt eine Form der Schutzmagie. Aber die Magier, sie sind in der Halle gefangen. Tötet Baya und vernichtet das Totem. Rettet die Magier und diese Stadt. Das werde ich, Ishan. Ja, wir hätten ja jetzt auch stark auf seine Wunde drücken können und ihn vielleicht so vor dem Tod bewahren können. Aber nein, das wollten wir ja wieder nicht. Wir wollten ja erstmal ein bisschen was abklären hier. Hier oben ist übrigens eine Scherbe. Wo ist denn jetzt hier der hin, der hier eigentlich davor war? Der ist jetzt tot, okay. Ich wollte eigentlich sagen, kann man davor und danach holen. Ich werde sie jetzt holen, weil jetzt ist der große Kerl hier vorne sowieso weg. Hat gerade mal kurz Pause gemacht. Finde ich gut. Brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Wir gehen jetzt erstmal an Saufen. Wir machen erstmal die Hauptquest weiter hier vorne. Ne, da lag doch kein Buch. Hallo, jemand da, der was ausschenken kann? Alle oben? Hallo? Ah, hi. Ihr könnt die Streitkräfte von Javatar nicht aufhalten. Ich bin keine Verräterin. Ich habe mich doch nur auf die Seite der Sieger geschlagen. Ja, so kann man das auch sagen. Sie hat dieses wunderschöne Kleid an, was ich mir auch mal gekauft habe auf meinem Main-Account, weißt du? Ach so, das ist eine Spielerin. Ach, ich dachte, die hat gerade gesprochen. Es tut mir leid, wer auch immer das jetzt gerade gewesen ist. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum die wieder abgehauen ist und da hinten gelaufen ist. Aber hier ist irgendwie alles geöffnet. Ich weiß auch nicht. Warum die sich dann hier versteckt hat, weiß ich allerdings nicht. Ja, ein neues Buch. Ein Paradies für Plünderer. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Das ist dann, ja, die Gefahr, die man hat, wenn man die Spielernamen ausstellt. Wendet den Reißzahn auf das Portal an. Ich wollte gerade sagen, springe ich jetzt hier runter, wenn ich hier rausgehe? Wo bin ich denn hier? Nee, ich gehe lieber vorne raus. Das ist irgendwie...
Ich weiß gar nicht genau, wo ich hier auskomme. Zack, das nehmen wir auch nochmal eben mit. So. Nein, nicht so weit laufen. Doch, weit laufen. Völlig orientierungslos heute. Naja gut, nicht nur heute, aber heute ist es ganz besonders schlimm wieder. So, Portal schließen. Mal gucken, ob sie jetzt hier wieder alle so stehen. Hallo? Und da stehen sie, ganz friedlich. Ja, ich habe eben einen Dedra getötet. Der andere ist schön am Klatschen. Hier laufen sie gemütlich in der Gegend rum. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Moment, hier rein. Nee, betretet die Magiergilde höher. Bin ich jetzt doof? Ist aber doch das gleiche Haus, doch. Steht ja sogar Magiergilde drin. Ha! Wartet, Magier! Was? Das ist kein Dedra. Was macht ihr hier, Fremde? Wie wartet, Magier? Bitte, Nu. Wie seid ihr durch die Barriere gekommen? Sprecht schnell, Fremde. Wir sind alle nervös. Ja, ich merke schon. Und ich total verwirrt jetzt. Ich habe Baya getötet und das Totem vernichtet, das euch gefangen hielt. Ha! Den Acht sei Dank. Ich bin froh, dass diese Hexe die Strafe bekommen hat, die sie verdient. Sie hat ihre Seele an diesen Feigling Javad Tarn verkauft. Ich kann nicht glauben, dass sie uns hier eingesperrt hat. Ihr habt uns das Leben gerettet. Es tut mir leid, aber Esan ist tot. Baya hat ihn getötet. Was? Esan ist tot? Und die Anführer unserer Halle wurden verdorben? Ich kann es nicht fassen. Diese stumpfkrallige Missgeburt Tarn. Wenn er jetzt hier wäre, würde ich ihm die Kehle zerfleischen. Wisst ihr, ob es noch Portale in der Stadt gibt? Ja. Wir haben Nachricht erhalten, dass Dedra das Tempelviertel angegriffen haben. Dort muss es noch ein anderes Portal geben. Geht, Geweihte. Die Gilde wird dieses Viertel vor weiteren dädrischen Angriffen verteidigen. Okay, gehabt euch wohl. Ich bin weg. Wie gut die Gilde das letzte Mal hier alles verteidigt hat, sehen wir ja, ne? Sagen wir mal nichts zu. Aber ich weiß jetzt auch wieder, woher ich die Stimme kenne. Das ist hier aus Elsweier, diese große Katze. Wie heißt die nun mal? Eshabi? Oder ist Eshabi der Kleine gewesen? Ich komme nicht drauf. Ich meine, die hieß anders. Ihr wisst bestimmt, wen ich meine, wenn ihr schon in Elsweier wart. Oh, da gibt's noch mehr. Hi. Geweihte. Ich gehe davon aus, dass ihr die Ordnung im Handelsviertel wiederhergestellt habt. Ja, wir haben das Handelsviertel zurückerobert und ich habe das Portal geschlossen. Helle Monde, seid ihr aber talentiert. Ich lasse die Soldaten sich etwas zurückhalten. Die Tempel hier ehren Jone und Jode. Und ich glaube nicht, dass der Mondklerus hier ein massenhaftes Blutvergießen zu schätzen wissen würde. Dabei hat der Kult die Schreine besudelt. Diese schwarzherzigen Bastarde. Was tun wir? Ich sehe kein Portal, aber ich muss auf meinen Instinkt vertrauen. Läuten wir diese Schreine und lassen wir die hellen Monde auf diesen Ort herabscheinen. Ihr übernehmt die Tempel von Jone und Jode. Der alte Schrein von Lorkatsch steht noch immer. Um den werde ich mich kümmern. Wie spricht die das aus, Lorkatsch? Also so wie T-S-C-H? Ich habe immer Lorkai gesagt, so sagen es irgendwie alle. Dann treffen wir uns dort. Ich sag auch weiterhin Lorkai. So, ihr könnt mich doch mal. Hervorragend! Siehst du? Funke findet das hervorragend. Euer wunderbarer Champion quält und windet sich wie ein Insekt in Bernstein. Euer Champion gehört jetzt mir. Ich musste mal gucken, weil manchmal bei den Horrorfilmen sind die Teufelsviecher ja auch oben an der Decke. So, komme ich hier noch anderweitig runter? Nee, ne? Müssen wir ab durch die Mitte. Und ich stehe mir schon wieder ein paar im Weg rum. Och, ich wollte gerade sagen, jetzt stehen sie ja auch noch. Gute Abend, die Dame.
Ihr könnt das Unvermeidliche nicht aufhalten. Die Stadt ist unser. Bald wird eure Mähne sich in meinen Händen befinden. Und meine dunkle Mähne wird auf dem Pfad wandeln. Die Seele der Khajiit wird in der Dunkelheit verloren gehen. Das werden wir noch sehen. Hui! Aua! Oh, was jetzt passiert? War ich das? Alter! Meine Beine stecken in der Treppe fest. Sehr cool. Oh, jetzt komme ich nicht mehr aus dem Screenshot raus. Ich komme aber hier nicht raus. Jetzt doch. Mit wem soll ich reden? Stellt euch den Tarn vor. Kann ich nicht vorstellen. Machen wir erstmal die hier. Sollen wir den Anker jetzt schließen? Wir sehen uns auf dem Pfad der zwei Monde. Ich konnte mich doch noch nicht mal vorstellen. Ich konnte nicht sagen Hallo, ich konnte nicht sagen, wer ich bin, dass ich sein Verderben sein werde, ihn töten werde, nix. Ich hab mir gar keine Zeit gelassen hier. Geweihte, ihr habt mein Leben gerettet. Ja, schon wieder, ne? So langsam müsst ihr aber auch mal hier anfangen, euch selbst zu verteidigen. Geht es euch gut? Ich komme schon zurecht. Das war verdammt beeindruckende Arbeit. Ich bin mir sicher, Kali würde euch jetzt eine eingehende Analyse eurer Technik bieten. Ich bin nur froh, dass ich euch heute hier habe. Insbesondere für das, was als nächstes kommt. Was kommt als nächstes? Wir haben die Daedra zurückgetrieben. Ihr habt den Tarn gehört. Er will selbst auf dem Pfad der zwei Monde wandeln. Ich kann das nicht länger hinauszögern. Wir müssen uns auf den Weg zum Tempel des Tanzes machen. Folgt mir. Ich gehe voran. Nach euch, Schatzer. Folgt dem... Achso, ich wollte gerade sagen, folgt dem Champion, aber wohin? Ich dachte, da ist ein Portal. Ich komme hier raus und der nächste fällt um. Ja, passt. Sieht aber schon heroisch aus hier. Kannst du mal ein bisschen schneller laufen, bitte? Ich will dir nicht ständig auf die Füße treten. Ich weiß auch nicht, doch, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Hier ungefähr. Komm, Kätzchen. Mietz. Jetzt ist sie nicht verbuggt, oder? Hallo? Schatzer? Bist du das? Du solltest eigentlich hinten sein. Sag mal, wie lahmarschig bist du eigentlich? Brauchst du noch eine Pause zwischendurch, oder was? Oh, ein Schmetterling. Ah, Tante, so schön. Onkel, ihr lebt. Ich bin überglücklich. Ich habe versucht, euch zu suchen. Glücklicherweise konnten die Mondgeweihte und es unsere Freundin die Stadt befreien. Es erfüllt uns mit Stolz, sagen zu können, dass wir euch während der Invasion zur Seite stehen konnten. Viel das Glück auf eurem Weg. Meine Freundin, die Mondgeweihte, habt Dank für alles, was ihr heute getan habt und alles, was ihr noch tun werdet. Ich bin stolz, an eurer Seite zu stehen, Schatzer. Und ich bin verdammt stolz, an eurer Seite zu stehen. Nun denn, konzentrieren wir uns und bereiten wir uns auf unsere Aufgabe vor. Wandeln wir auf diesem Pfad und bringen wir diese Sache zu Ende, so wie Kali es gewollt hätte. Ja, und wir erhalten einen verstärkten mittleren Kopf vom Set bis der Senche. Ich habe Angst, aber sie wird mich nicht aufhalten. Ich bin auch bereit. Gut, Kali und ich haben schon viel über den Pfad gelernt, als wir noch junge waren. Ich habe viele Berichte über frühere Prüfungen gelesen, was die Geweihten und die Anwärter alles durchgemacht haben. Aber nichts kann einen wirklich darauf vorbereiten. Das weiß ich jetzt. Wir stehen das gemeinsam durch, Schatzer. Wir gehen den Pfad zusammen, ja. Ich verlasse mich auf euch, Geweihte. Für mich und für sie mutig zu sein. Darf ich euch ein paar Fragen stellen?
Ich werde euch alles erzählen, was ich kann, Geweihte. Ich habe so gut wie alle Bände aus der Reihe der Geschichten vom Pfad der zwei Monde gelesen und an der Seite von Mondbischof Hunal selbst gelernt, auch wenn ich ihm nicht immer ganz folgen konnte. Das wird gefährlich, oder? Ich bin mir beinahe absolut sicher, dass es gefährlich werden wird, ja. Tarn hat uns doch versprochen, dass er auf dem Pfad wandeln würde, oder nicht? Er ist mächtig und beinahe zu allem fähig. Wenn er in der Lage war, die Form des Pfads der zwei Monde zu verzerren und zu verdrehen, dann kann niemand wissen, was uns erwartet. Womit müssen wir rechnen? Laut der Geschichten ist der Pfad etwas Spirituelles. Wir wandeln in das Herz meines Volkes, in die tiefste Seele des Mondglaubens. Jeder Teil des Pfads stellt in gewisser Weise einen Aspekt des Anwärters, des Geweihten und der Khajiit dar. Stellt etwas dar? Ja, Manifestationen. In der Vergangenheit haben Mänen auf dem Pfad alles entscheidende Schlachten geschlagen. Sie fanden und verloren Liebe, sahen ferne Ufer und sprachen mit unmenschlichen Geistern. Worauf wir auch stoßen mögen, es wird die Herausforderungen verkörpern, denen wir uns hier und jetzt gegenübersehen. Wie kommen wir auf den Pfad? Die Mönche haben schon die ganze Arbeit für uns gemacht. Wir gehen nur in den Tempel und von dort aus auf den Pfad. Ich glaube, ich habe einmal gelesen, dass der ganze Tempel von Mondzuckerdämpfen erfüllt ist, damit der Geist für das geöffnet wird, was man für gewöhnlich nicht sehen kann. Also Drogen im geschlossenen Raum. Geile Idee. Okay, ja. Sie bewegt sich schon mal in den Tempel hinein. Ich muss allerdings hier erstmal eine kleine Unterbrechung machen. Denn wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und den Pfad des Mondes oder wie auch immer werden wir dann in der nächsten Folge gemeinsam beschreiten. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!